Spaß für Kinder. Ich will damit spielen. Nein, lass los. Das ist meins. Peppa, Schorsch, streitet ihr euch etwa? Ich möchte mit dem Buch spielen, aber Peppa lässt mich nicht. Darf ich mir das Buch mal anschauen? Wow, das ist ja ein tolles Spielbuch. Wisst ihr was? Ich habe eine Idee. So, während einer von euch mit dem Buch spielt, kann der andere dasselbe Spiel mit den Spielsachen machen. So, Peppa, du musst die Formen auf dieser Seite wieder an ihren Platz setzen. Und was ist mit mir? Und du musst die Formen des Puzzles an ihren richtigen Platz setzen. Das ist ein Stern. Der kommt hierhin. Das ist ein Rechteck. Es ist rot. Bravo. Seht ihr, das geht auch ohne Streiten. Rotes Dreieck. Grünes Dreieck. Und Sechseck. Ich bin fertig. Gut gemacht, Peppa. Ah, Schorsch ist auch fertig. Tja, dann kommt jetzt die nächste Seite. Müssen wir jetzt Socken waschen? Ja. Schorsch, dieses Mal darfst du mit dem Buch spielen. Ich steck die Socken in die Waschmaschine. Schorsch, die Socken sind gewaschen. Jetzt musst du sie aufhängen. Blau. Orange. Gelb. Grün. Lila. Und rot. Und wo soll ich die Socken aufhängen? Na komm, Peppa. Die Socken sind trocken. Jetzt müssen wir immer zwei gleiche finden. Und der gehört hierhin. Und als nächstes müssen wir eine Pyramide bauen. Hiermit. Jetzt darf ich wieder mit dem Buch spielen. Weiß. Orange. Schorsch, ich helfe dir. Tschüss, Freunde. Spaß für Kinder. Hallo, Freunde. Mir ist langweilig. Deshalb spiele ich Hopse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9. Hallo Nicole. Oh, spielst du Hopse? Hallo Peppa. Ja, möchtest du mitspielen? Oh ja, ich versuch's mal. Hopp. Oh, 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 oh. Peppa, geht's dir gut? Ja. Ja, ich glaube, diese Hüpffelder sind zu groß für dich. Ich hab eine Idee. Ich bin gleich wieder da. Schau mal, Peppa, hier habe ich kleinere Puzzleteile. Daraus mache ich für dich ein Hopsespiel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hier, Peppa, jetzt bist du dran. Bravo, Peppa. Spielt ihr auch so gerne Hopse? Tschüss, Freunde. Dankeschön, Nicole. Das macht Spaß. Spaß für Kinder. Oh nein, ich habe mich ja ganz schmutzig gemacht. Hey, wo ist denn das Geschenk? Oh nein. Oh, hallo Peppa, warum weinst du denn? Hallo Nicole, ich bin auf einen Geburtstag eingeladen. Ich bin hingefallen und habe mein neues Kleid schmutzig gemacht. Und Candys Geschenk habe ich auch verloren. Peppa, wein doch nicht. Ich kann doch dein Kleid waschen. Und das Geschenk kann ich auch suchen. Das müsste hier irgendwo sein. Ah, da ist es ja. Siehst du, ich habe dein Geschenk gefunden. Komm mit, Peppa. Wir waschen dein Kleid. So, Peppa, während ich dein Kleid wasche, kannst du dir eines von diesen T-Shirts anziehen. Die sind zwar ein bisschen groß, aber das macht ja nichts. So, welches hättest du denn gerne? Das Grüne. Okay, Peppa. So, Peppa, während dein Kleid in der Waschmaschine ist, können wir was spielen. Oder ich lese dir ein Märchen vor. Lies mir ein Märchen vor. Es war einmal vor langer, langer Zeit, da lebte in einem fernen Land eine schöne Prinzessin. Mal sehen. Ha, prima, die Flecken sind rausgegangen. Ich muss besser aufpassen, damit ich nicht nochmal hinfliege. Peppa, du hast dein Geschenk vergessen. Tschüss, Freunde.
Spaß für Kinder. Hallo Freunde, gleich kommen Peppa und Schorsch zu mir zum Spielen. Ich habe für sie was ganz Tolles vorbereitet. Nicole, hallo. Hallo ihr beiden. Oh, das sind Tiere. Nicole, was ist das denn genau? Peppa, das ist mein neues Puzzle. Wir machen heute das Puzzle und lernen, wie die Tiere heißen. Wir müssen also die Teile an ihren richtigen Platz setzen. Das ist einfach. Ja, genau. Aber wir machen es noch ein bisschen spannender. Sollen wir anfangen? Das ist ein Löwe. Ein Löwe kann brüllen. Ich such den Löwen. Wo ist er denn? Ah, hier. Der Löwe kommt hier hin. Sehr gut. Und weiter geht's. Wisst ihr auch, wie dieses Tier heißt? Das ist, wie heißt es noch gleich? Ah, eine Giraffe. Sie hat einen ganz langen Hals. Mal schauen, wo die Giraffe ist. Ah, hier. Das ist ein Hund. Wow, wow, wow. Der Kleine mag mich. Hier ist der Hund. Das ist eine Schildkröte. Und das ein Panda-Bär. Das ist richtig. Könnt ihr mir auch irgendetwas über die beiden sagen? Sie hat auf dem Rücken einen Panzer. Und sie ist sehr, sehr langsam. Pandas essen Bambus. Schmatz, schmatz. Sehr gut. Ein Tier fehlt noch. Ich hole es schnell raus. Elefanten haben Stoßzähne und große Ohren und einen langen Rüssel. Das Puzzle ist fertig. Das hat Spaß gemacht. Dankeschön, Nicole. Mir hat's auch Spaß gemacht. Tschüss, Freunde.